Leute, da sind wir beim nächsten Challenger-Deck. Und ich muss ja sagen, ich finde das ja ganz cool, dass sie, ich habe das mal aufbewahrt, dass sie das Plastik reduzieren wollen. Aber ich muss auch sagen, es ist immer noch freaking viel Plastik. Man könnte auch einfach beide Decks in ein Plastikding tun, wie man das früher auch schon gemacht hat. Und dann würde man noch mehr Plastik sparen. Ansonsten, wir haben das Challenger-Deck, was meiner Meinung nach einfach das geilste ist, auch vom Value her, von den Karten her. Ich mag vom Spielstil zwar eher das Demir Rogues, aber Azurios Control ist Fan-Favorite. You didn't say, please. Oh mein Gott, ich liebe es. Ja, Challenger-Deck, ein sehr, sehr cooles blau-weißes Challenger-Deck von der neuen Zeit. Blau-Weiß ist auch ganz oft dabei. Es war auch schon sowas dabei wie Second Sunrise. Nee, Approach of Second Sun, so ist es richtig. Und so weiter und so fort. Aber ja, das hier schlägt sehr viele dieser Decks von dem Ganzen her. Auch hier ganz cool mit dem guten, weiß gar nicht mehr, welche die Kreatur die ist. Wir werden es gleich sehen. Und ja, die beiden Plastikteile. Zwei Plastikteile, yay. Wir haben auf der einen Seite das Sideboard und das Mainboard. Ja, das ist jetzt das vierte, was ich davon aufmache. Ich habe vor 6 Wochen, vor 4 Wochen und vor 2 Wochen schon was aufgemacht. Und ich habe es nie hinbekommen, diesen komischen Strip hier anständig zu benutzen. Und ich werde es auch dieses Mal nicht schaffen. Nee, auch dieses Mal bin ich zu doof dafür. Ich weiß nicht warum, ich kann das nicht. Ha, ärgerlich, ätzend. Es regt mich jedes Mal ein bisschen aufs Neue auf. Vor allem, weil sie es beim Sideboard dann anders gelöst haben. Das ist das. Ah. Danke. So. Kann sein, dass ich hin und wieder mal pausieren muss. Weil über mir irgendwelche komischen Bohrgeräusche sind. Oder neben mir. Ich bin noch nicht ganz sicher. Ja. Wir haben als allererstes Emira's Call. 7 Mana. Wir kriegen 2 weiße Engel-Warrior-Token ins Spiel. Und nicht Engel-Kreaturen diese Runde sind unzerstörbar. Super, super cool. Und man kann sie eben auch als Land spielen. Wir haben davon eine. Okay, schade. Die ist nämlich wirklich cool. Skyclave Cleric. 2 Mana 1-3. Wenn er ins Spiel kommt, kriegen wir 2 Leben. Kann man auch als Land spielen. Ah, Dream Dweller ist es. Genau, Dream Dweller. Seit Ewigkeiten ein sehr großer Staple im Format, im Blue-White. 6 Mana, 3-5, fliegend, Lifelink. Immer wenn eine Karte zieht, kriegt der +1. Nur bis zum Ende des Zuges. Bedeutet, wenn der eine Runde liegt, ist der danach ein 4-5er. Was für 6 Mana schon ziemlich mächtig ist. Und immer wenn er angreift, ziehen wir eine Karte. Das heißt, beim Angriff ist das ein 5-5er. Und wir können eine Karte abwerfen und dem Hexproof geben und den enttappen. Was will man mehr? Das ist der. Wow, sind 2 Stück von drin. Die ist wirklich gut. Genau wie der Archon of the Sun's Grace ziemlich gut ist. 4 Mana, 3-4, fliegend Lifelink. Pegasus-Kreaturen, die ihr kontrolliert habt, +2/+2. Und immer wenn eine Verzauberung ins Spiel kommt, kriegt ihr einen 2-2 Pegasus. Sehr cooler Finisher. Shatter the Sky als Removal. Da hätten sie auch was anderes reinmachen können. Aus Kaltheim zum Beispiel, den Mars Removal, den man foretellen kann. Shatter the Sky macht 4 Mana, jeder Spieler. Der eine Kreatur mit Stärke 4 oder mehr kontrolliert, zieht eine Karte und danach werden alle Kreaturen zerstört. Doomscar, den habe ich gemeint. Doomscar ist sogar drin, oh mein Gott. Dann hätten sie auch einfach mehr Doomscar spielen können. Doomscar, 5 Mana Sorcery, wir zerstören alle Kreaturen mit 3 Mana Fortell. Also wir legen die für 2 Mana raus und können für 3 Mana casten. Shark Typhoon, Alter, ja, ich erinnere mich wiederum, dieses Ding hier so geil war. 6 Mana Enchantment und wenn ihr einen Nicht-Kreaturenzauber castet, kriegt ihr einen XX Shark mit Fliegend. Wobei X die Mana-Kosten sind von dem Spell. Und für 2 Blaue und X könnt ihr das, für ein blaues ein Farblos und X könnt ihr das Ding cyclen und einen XX Shark kreieren, während ihr eine Karte zieht. Elsbeth Conquers Death. 5 Mana Saga Enchantment. Die erste Saga sagt, ihr exilten Permanentet, was ein Gegner kontrolliert, mit Mana kosten 3 mehr. Das ist cool. Die zweite sagt, Non-Creature Spell, der Gegner, die so eine casten könnte, möchte, bis ihr wieder dran seid, kosten 2 Mana mehr. Auch Hammer. Und 3 Mana, ihr könnt also dritte Modus, um genau zu sein, der dritte Lore-Modus. Ihr könnt eine Kreatur oder Planeswalker aus dem Friedhof zurück ins Spiel bringen. Entweder kriegt ihr noch eine +1/+1 Marke oder noch einen Loyalty-Kanal. Wow, wow. Okay, krass. Temple of Enlightenment ist ein Tempel, kommt getappt ins Spiel, Scry 1 und denke, das finde ich ganz cool, dass sie die dabei gepackt haben. Sie fressen halt eine Menge Rare-Slots im Vergleich zu den grünen oder dem roten Deck. Aber gut, die müssen halt sein. Die müssen nicht sein, da hätten sie auch was Cooles reintun können. Grove kommt getappt, das Spiel kriegt ein Leben, tappen für ein weißes oder ein blaues. Neutralize. 3 Mana, ihr countert ein Spell mit Cycling. Sword Coming, der wollte ich nämlich gerade sagen, der ist nämlich um einiges besser. 3 Mana, ihr countert Target Spell mit Fortell. Richtig cool. Ist nur einer drin. Okay, da hätten sie auch mehr von reintun können. Der ist nämlich besser als Neutralize, meiner Meinung nach. Negate, ihr countert einen Nicht-Kreaturenzauber.
zwei Mana, auch nur als One-Off, sehr viele One-Offs. Thirsting for Meaning, drei Mana und ihr zieht drei Karten, wirft danach zwei Karten ab, sein, die werft eine Enchantment-Card ab. Ich habe bisher so gut wie keine Enchantment gesehen. Davon sind sogar eine Menge drin. Behold the Multiverse. Vier Mana, Scry 2, dann zieht ihr zwei Karten mit Foretell für zwei Mana. Hier sind unglaublich viele Kaltheim-Karten gefüllt drin. Warum konnte das in den anderen nicht so sein? Also das finde ich sehr schade. The Birth of Meletus. Zwei Mana, wenn ein Spielfeld kommt, ist euer Deck dann Standardland Plains und nimmt es auf die Hand. Zweiter Modus, ihr kriegt 0-4 Wall und drei. Dritter Modus, ihr kriegt zwei Leben. Davon haben wahrscheinlich ein Playset, jawohl. Omen of the Seas, 2 Mana Flash, wenn sie ins Spiel verkommt, Scry 2, dann ziehen wir eine Karte. Für 3 Mana können wir das Ding opfern, um Scry 2 durchzuführen. Playset und Banishing Light, 2 zumindest. 3 Mana, wenn ein Spiel kommt, exilieren wir nicht Land permanentes, das dein Gegner kontrolliert, solange bis das Ding das Spiel verlässt. Hier sind unsere ganzen Verzauberungen, die wir brauchen für Constellation und für den Card Draw und so weiter. Sind, finde ich, zu wenig. Und dann haben wir noch Glass Casket. Das ist eine Eldraine-Karte, also passt auf. 2 Mana Artefakt, wenn ein Spielfeld kommt, exilieren wir eine Kreatur, das dein Gegner so lebt. Mana kosten 3 oder weniger, solange bis der Spiel verlässt. Hier würde wunderbar auch eine 80-Karten-Version gepasst haben mit Yorion als Companion. Generell schreibt man einfach die Companions bei diesen Decks rausgenommen zu haben und gesagt haben, nö, Companions wollen wir keine. Was ich schade finde. Und 80-Karten-Companion wäre natürlich super unfair. Im Vergleich zu den normalen anderen 60 Karten, weil da müssen sie es noch teurer machen, weil dann wären ja noch mehr Karten drin. Und dann das Sideboard, wo meiner Meinung nach einfach eine Karte drin ist. Skyclave Operation, seht ihr schon hier oben. Warum? Die ist so gut. Wieso ist die hier drin? Ich meine, Dankeschön, aber warum? 3 Mana 2-2. Wenn sie ins Spielfeld kommt, exilieren wir ein Nichtland permanentes Nicht-Token, das ein Gegner kontrolliert. Und mit Mana kosten 4 oder weniger. Wenn das Ding das Spiel verlässt, in irgendeiner Art und Weise, dann bekommt der Besitzer der exilten Karte einen XX-blauen Illusionskreaturenspielstein, wobei X die Anzahl an Mana-Kosten ist, die die Karte hatte. 2 Stück davon. Hammer. Convictus Condrum. 2 Mana Enchantment. Wenn es ins Spiel bekommt, ziehen wir eine Karte. Immer wenn ein Land unter eurer gegnerischen Kontrolle ins Spiel kommt, wenn der Gegner schon ein Land hatte, muss er den Landzug auf die Hand nehmen. Das ist gegen Mana Ramp, gegen Monogrün echt cool. Habe ich im Commander jetzt neulich schon gespielt, da waren die Leute nicht so begeistert von. Archon of Sun's Grace, den hatten wir schon. Mystical Dispute, sehr mächtige Karte. 3 Mana Instant, kostet 2 Mana weniger, wenn ihr einen blauen Zauber castet, dann kostet er nämlich nur 1. Und er kontert einen Zauber, seine Wäsche zahlt 3 Mana mehr. Sehr, sehr starke Karte, gerade gegen blaue Decks oder auch gegen so Multifarben-Decks, wo blau drin ist, Hammer. Essence Shatter. 2 Mana, ihr countert einen Kreaturenzauber, also das Gegenteil von von Negate hier. So, dann haben wir noch 2 Glass Caskets. Okay. Und Banishing Light. 2 Banishing Lights. Nice. Und, oh mein Gott, dieser Token. Der ist wunderschön. Pegasus ist nicht wunderschön. Und hier sind wieder 1 von 9. Bitte, bitte, wenn ihr das nochmal macht, Wizard of the Coast. Wenn ihr irgendwie zufällig zuguckt. Nehmt hier nicht immer nur 1 von 9. Nehmt dann verschiedene, nehmt andere Sachen. Ich weiß, es kostet dann ein bisschen mehr, ist aber egal. Es ist so viel schöner, als einfach nur immer dieselbe Sache zu sehen. Meiner Meinung nach. Dann haben wir hier noch Shark, Illusion, Wald, Shark, Shark. 3 Sharks, eine Illusion, eine Wall. Ja. Cooles Teil. Ich mag das Azorius-Deck tatsächlich. Ich würde mir wünschen, dass da noch irgendwie davon noch 2 mehr drin sind oder so. Oder zumindest von dem Emiria noch 1 drin ist. Aber gut. Das Deck kann man auf jeden Fall cool aufbauen und das ist ein cooles Deck und ja, ich hoffe, ihr hattet auch Spaß bei dieser kleinen Reihe der Challenger-Decks. Ich guck mal, vielleicht finde ich noch alte Challenger-Decks oder wir machen nochmal Pre-Release auf. Ist ja auch schon wieder gefühlt demnächst. Gezählt war es neulich erst. Oder wir finden was anderes zum Aufmachen. Wie immer, jeden zweiten Montag mache ich hier was auf. Sagt mir mal, was ihr von den Challenger-Decks haltet, beziehungsweise gehalten habt, wenn ihr es nicht schon in die Kommentare reingeschrieben habt. Würde mich einfach mal interessieren. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksit. Ciao, ciao.